nur Mann und Frau. Was war das jetzt gerade, was wir gesehen haben? Das war eine pastafarianische Trauung. Also die konnten jetzt mal vom richtigen Gott heiraten, also vor dem fliegenden Spaghetti-Monster. Ja. Und da haben wir diese Trauung gemacht. Also andere gehen auch mal in eine Kirche und heiraten einen Weiß oder so, aber wir machen das halt schöner. Und soweit ich weiß, ist auch noch nie eine pastafarianische Hochzeit wieder geschieden worden. Also das heißt, gutes Omen ist ja über dieser Hochzeit. Ja. Können wir denn das Spaghetti-Monster einmal sehen, das fliegende? Ich muss mal in den Kriegen jetzt von mir hier ausgefüllt, noch so ein Körperbrief. Eine Trauungsurkunde, ja? Ja, ja. Das ist alles ganz offiziell, ne? Ja, sicher. Toll. Und deine wievielte Hochzeit ist das? Das ist jetzt meine zweite, glaube ich, oder? Zweite. Pastafari-Hochzeit. Ja, also so andere haben wir natürlich schon X mitgemacht, aber ja. Ne? Was bedeutet eigentlich Pastafari? Pastafari, das ist ja aus dem Wort, es gibt hier diese Rastafari, und daraus hat sich das dann ergeben, weil wir sind ja nicht, haben ja mit Reggae dann so in dem Sinne so nichts zu tun, dann ist, dass dann daher dann, der Name dann letztendlich dann gekommen ist, dass wir natürlich auch wieder nochmal einen Namen haben wollen, wie wir als Gläubige dann quasi genannt werden wollen. Da muss ich jetzt auch nochmal dem jungen Paar gratulieren, ne? Dem jungen Hochzeitspaar. Mal, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön, danke schön. Herzlichen Glückwunsch. Möge eure Ehe lange und glücklich verlaufen. Du bist Bruder Bracheloni. Bruder Bracheloni, wie fandest du die Hochzeit? Sehr, sehr schön und im Rahmen der Rahmenmöglichkeiten. Eine würdevolle Zeremonie. Genau. Und jetzt stellt euch mal vor, diese Flagge da. Das macht, das ist ein schöner Hintergrund für euch beide. Ja. Das ist gut. Ja, das ist cool, ja. Wir haben jetzt. Nein, ein bisschen noch zur Seite. So. Ich bin wirklich zu Hause. Ja, also. Ja. Du musst ein bisschen höher hängen. Ja. Ja. Wir werden Fenster stören. Wir müssen die Fenster verdunkeln. Oder müssen das Schatten noch an. Wir machen das später. Wenn ihr noch nicht dran seid. Ja, ja. Ich muss nachher noch Auto fahren. Also ich bleib nüchtern. Ja, ja. Nee, ich bin ja hier.